Yo Leute, was geht? Hier ist We Are Lost, endlich zurück aus Los Angeles, das heißt wieder aus dem heimeligen Studio. Das Ganze hier auch mit besserer Audioqualität. Und neben dem ganzen Kram, den wir rund um Battlefield 1 jetzt mitbekommen haben, ich durfte das Ganze ja vor Ort spielen, dazu wird auch noch Gameplay kommen, ist ja mehr oder weniger so ein Game so ein bisschen hinten runtergefallen, das aber auch von EA am Start sein wird. Und die Rede ist hierbei von Titanfall 2. Wir selber haben uns das Ganze im Rahmen des Livestreams, also des EA-Pressekonferenz-Livestreams reingezogen und da gab es ja jetzt also das erste Gameplay zu sehen. Auf der einen Seite Multiplayer-Gameplay, für mich natürlich interessant, auf der anderen Seite aber auch Gameplay vom Story-Modus. Und ja, ihr habt richtig gehört, Titanfall 2 wird jetzt also eine richtige Kampagne am Start haben. Das haben im ersten Teil ja viele bemängelt, denn der erste Titanfall-Teil war ja rein Multiplayer-mäßig, so ein bisschen Story-mäßig zwar aufgebaut, bei den einzelnen Maps, die man gespielt hat. Man ist also immer mit diesen Schiffen natürlich angekommen, ist da runter und hat so ein bisschen immer Hintergrundinformationen bekommen, aber das hatte eben nie diesen Story-Aspekt und der ist jetzt mit dabei. Dabei soll man wohl als gestrandeter Marine auf einem verlassenen Planeten sein. Also die ganzen Truppen sind wohl alle abgereist und da seid nur ihr und euer Titan, der vorher zwar jemand anderen gehört hat, einem anderen Titan-Piloten, der jedoch KIA, also Kill in Action ist und dieser Titan sich dann im Endeffekt um euch kümmert und ihr mit ihm zusammen scheinbar dann diese Abenteuer erlebt. Da soll es wohl auch Aliens geben, also andere Kreaturen, die euch auf diesem Planeten erwarten, gegen die ihr auch kämpfen müsst. Das Ganze hat für mich so ein bisschen was von Halo, also vielleicht ein Stück weit weg von dem klassischen Shooter-Story-Gameplay, wie wir es aus Sachen wie Call of Duty kennen, wobei natürlich das Gameplay an sich auch sehr stark daran erinnert. Und wenn wir gerade schon vom Gameplay reden, können wir natürlich auch mal ein bisschen drüber sprechen, denn rein von den Gameplay-Sachen, die wir jetzt sehen konnten, sei es im Multiplayer oder im Story-Gameplay-Trailer, sieht das Ganze doch sehr vertraut aus. Und das nicht nur vom Gameplay, sondern eben auch von der Grafik, denn die Grafik hat sich meines Erachtens nicht wirklich geändert. Ob man das jetzt positiv oder negativ sehen möchte, bleibt jedem selber überlassen, aber das Gameplay an sich ähnelt auch sehr stark eben den vorangegangenen Spielen. Relativ schnell, Wallruns, man kann in die Luft springen, jetzt wohl auch mit Fähigkeiten ein Stück weit dort stehen bleiben, was ich so gesehen habe. Es gibt jetzt diesen neuartigen Grappling Hook, wo man sich auch an Kanten hochziehen oder rumschwingen kann oder auch Gegner an sich heranziehen kann, um sie dann mit einem Nahkampfangriff oder so auszuschalten. Und natürlich gibt es auch wieder unterschiedliche Titans, die jetzt neue Fähigkeiten haben. Sei es eine Art Ground Stomp Welle, wo man auf den Boden schlägt und dann nach vorne so eine Schockwelle verursacht oder auch andere Waffen, Laserwaffen oder Radiowellengeschosse und sonstiges. Das sieht natürlich sehr imposant aus und die Titan-Gefechte sollen ja auch noch mal eine größere Rolle spielen in dem Game, um einfach auf den Aspekt Titanfall, also Mech Warriors zu spielen, natürlich auch noch mehr zu verstärken, weil darum geht es ja in dem Game. Das Spiel soll ja erst 2017 rauskommen, ist aber meines Erachtens doch auch ein direkter Konkurrent zum in Oktober erscheinenden Battlefield 1. Und da wurde jetzt auch bekannt gegeben, dass für Early Access Exclusive Leute auf der Xbox One schon am 13. Oktober das Schlachten im Battlefield 1 losgehen kann. Daneben gibt es natürlich auch die normale Early Access, also dieser 5 Tage Vorabzugang, der sich wohl hier auch auf 10 Stunden begrenzen wird, den es ja jetzt auch für Nicht-Xbox One-Spieler, also auch PC-Spieler geben wird, der aber eben nicht diesen 13. am Start hat, sondern dann scheinbar wohl den 18. Oktober. Ich persönlich werde mir Titanfall 2 auf jeden Fall anschauen, weil es ist ein Shooter, er kommt aus dem Hause EA und ich habe den ersten Teil auch schon gespielt. Natürlich ist das Ganze so ein bisschen zwiespaltige Sache und auf der einen Seite findet man es cool, wenn da was Neues kommt. Auf der anderen Seite denkt man sich, naja, wie wird es sich von Titanfall 1 unterscheiden? Wird es einen Langzeitspielaspekt haben, diesen Langzeitspaßfaktor, den der erste Teil zumindest für mich nicht so wirklich hatte, um da einfach auch ein Stück weit in der Spielebranche auch mithalten zu können, neben eben auch so Sachen wie Call of Duty, was ja im November diesen Jahres rauskommen wird und somit ebenfalls auch einer der, naja, natürlich großen Konkurrenten zwischen Battlefield und jetzt vielleicht eben auch Titanfall sein wird. Von daher kann man natürlich die Frage stellen, Battlefield 1 oder Titanfall oder ja, vielleicht eben sogar auch Call of Duty. Ich persönlich werde, wie gesagt, wahrscheinlich alle drei Spiele spielen, also Battlefield 1 natürlich auf jeden Fall und Titanfall sowie Call of Duty werde ich, denke ich mal, auf jeden Fall auch zu Release reinschauen, weil es, wie gesagt, Shooter sind, die natürlich auf meinem Kanal auch super gut reinpassen und ich auch Bock drauf habe, die anzuzocken. Was ihr jetzt von der ganzen Thematik Titanfall 2 haltet und ob ihr überhaupt was mitbekommen habt während dem großen Battlefield 1 Hype, der jetzt gerade die letzten Tage in der letzten Woche so abging, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von kommenden Titanfall 2 handelt. Was ihr bis jetzt gesehen habt, findet ihr das cool, findet ihr es nicht so cool, freut ihr euch drauf oder interessiert es euch gar nicht? Eure Meinung dazu unten in die Kommentare und natürlich freue ich mich über eine Bewertung des Videos. Also Leute, Daumen nach oben oder auch nach unten, bleibt natürlich euch überlassen.
Und wenn ihr zukünftig keine Videos zu jeglichen Multiplayer-Shootern, wie eben genannte und gerade auch Battlefield 1, hier auf meinem Kanal nicht verpassen wollt, dann haut auf jeden Fall euer Abo hier auf den Kanal rein. Ich freue mich über jeden, der dazukommt. In diesem Sinne kann ich nur sagen, Radar Ziel immer im Auge. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Lost.